Yippie, yo, Leute, was geht ab? Heute das große Video nochmal oder das Update zu meinem großen Video über die größten Lügen im Internet, ja, die größten Verschwörungstheorien oder die Verschwörungstheorien, die es gibt. Ich habe irgendwie alle aufgelistet. Ihr kennt ja diese Liste, ja, von mir. Wir werden die gleich nochmal durchgehen. Ich habe da jetzt nicht ein, zwei Sachen noch reingefügt und mache da jetzt irgendwie ein neues Video, weil mir langweilig ist, sondern da kamen jetzt ungefähr 20 Punkte hinzu, ja, 20 verschiedene neue Dinge. Und deswegen gucken wir uns die einfach mal an und ich spreche darüber, okay? So, das ist die Liste, wie ihr wisst, ja, kennt ihr ja schon. Und gucken wir uns das mal an. Das Gelbe hier ist die Low-Carb-Bewegung, ja. Da sind diese ganzen Lügen draus entstanden. Und das habe ich noch vergessen, ja, ketogene Ernährung. Ja, ketogene Ernährung ist gesund, ist natürlich auch ein absoluter Scam. Ja, der mit so Unwissenheit der Menschen arbeitet, vor allem was Diabetiker angeht, ja. Niedriger Insulinspiegel liegt vielleicht daran, weil du so wenig Kohlenhydrate isst. Unfassbar. Phytinsäure ist ungesund, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, das habe ich auch schon aufgedeckt. Wie gesagt, wenn ihr ein Video suchen wollt, geht auf meine Kanalsuche und dann tippt ihr das Wort immer ein, was hier steht. Und dann wisst ihr Bescheid. Wenn Videos steht, dann sind da mehrere Videos vorhanden. Lichtnahrung. Habe ich auch ein Video zu gemacht, ja, wisst ihr Bescheid. Genauso ein Blödsinn wie Sungazing, Einläufe, gesunde Fette, ja. Guckt da das Video, falls ihr das noch nicht wisst, ja. Es gibt keine gesunden Fette, es gibt nur notwendige Fette und schlechte Fette und das war's. Ja, und die notwendigen Fette, die sind in jedem Nahrungsmittel auf diesem Planeten. Das liegt daran, weil die Natur keinen Fehler macht. Die hat nicht irgendwas vergessen, ja, sonst würde es Pflanzenfresser nicht geben. Wie Elefanten, Nashörner und Gorillas. Abends keine Kohlenhydrate, natürlich auch völliger Käse. Kaffee ist gesund, ist natürlich auch Käse. Entschlacken, Detox habe ich noch eingefügt. Ja, diese ganzen New Age Begriffe, ja, ganz abenteuerlich. Ist natürlich alles Geldmacherei. Fasten habe ich noch hier stehen. Phytoöstrogene wirken verweiblichend. Phytoöstrogene wirken verweiblichend, ja, sagen euch alle Leute, die keine Ahnung von Soja haben, die verwechseln einfach Östrogene mit Phytoöstrogenen und haben keine Ahnung, wie Phytoöstrogene funktionieren, ja. Biomilch enthält keine Hormone, Biofleisch ist gesund, das ist auch wieder diese Sache, die Leute haben nicht verstanden, was das Problem ist, ja. Du hast Fleisch aus Massentierhaltung oder Milch, ja. Wie viel davon ist schlecht? 100%. Ja, ist einfach alles schlecht. Es hat keine einzige gute Seite, weil es ein tierisches Produkt. Da ist nichts Heilendes drin. Es kann nicht gesund sein, weil die Inhaltsstoffe dafür fehlen. Ja, das, was ein Nahrungsmittel gesund macht, sind sekundäre Pflanzenstoffe, die es nur in Pflanzen gibt. Und jetzt aus Massentierhaltung, das Fleisch oder Milch, ist 100% Schadstoffe. Aus Bio, Land, Grassfett, was auch immer, was du haben willst, hat 99% Schadstoffe. Ja, also 99% nur der Schaden, ja, anstatt wie von Massentierhaltung ist ein bisschen weniger Schaden, ja, aber wie gesagt, das, da wollen sich Leute einfach hier schlechtes Gewissen gutreden, wenn sie sowas sagen, ja, aber ich esse Biofleisch, ja, und wo ist der Unterschied, ja, hat ja auf einmal kein tierisches Protein und hat auf einmal kein Cholesterin, ja, hat auf einmal keine Karzinogene, hat auf einmal kein tierisches Fett, ne, alles, irgendwie löst sich in Luft auf. Ja? Der Mensch war nie auf dem Mond. Doch, das war er. Wir leben in einer Matrix. Nein, tun wir nicht. Vorsorgeuntersuchungen. Ja, habe ich zig Videos drüber gemacht. Und Bevölkerungsreduktion. Alles klar. NWO und Reptiloide. Ja, der neueste Schrei. So, das ist meine Liste, Leute. Ja, hier könnt ihr natürlich auch anhalten immer, falls ihr nochmal nachlesen wollt, die anderen Sachen. Ich werde jetzt die grünen Markierungen wegnehmen und dann sieht das auch alles wieder schön ordentlich aus. Ja, das Grüne, wie gesagt, das sind die neuen Sachen, die ich hier jetzt eingefügt habe. Und damit ist die Liste eigentlich ziemlich vollständig. Ja, also hier ist so jeder Bullshit aufgeführt, der im Internet verbreitet und erzählt wird. So ziemlich alles. Ja, auch sowas hier, ja. Ganz, ganz wichtig. Germanische Medizin. Alles klar. Wie gesagt, diese ganzen Sachen. Ich werde euch hier das Video von
von damals verlinken, wo ich diese Sachen hier erklärt habe, die nicht grün sind. Ja, dafür verlinke ich euch mal das alte Video. Und wer sich dafür interessiert, ja auch diese ganzen Punkte erklärt. Und ja, von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace.